Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer, und danke fürs Einschalten zu einem neuen Laufrad-Review von eurer Miyuki. Sogar in dieser Folge was ganz Besonderes, denn ich darf nämlich etwas unboxen und zum ersten Mal testen. Und zwar hat mir Rolipad freundlicherweise den neuen Silent Runner zur Verfügung gestellt, den ich hier euch mal vorstellen möchte. Und ich habe in diesem Video überhaupt gar keine Ahnung, was mich da erwarten soll. Dieses Laufrad ist zudem wohl absolut geräuschlos, was wir natürlich hier testen werden. Zumal ich hier auch anmerken werde, dass ich natürlich auch noch andere Laufräder schon getestet habe und dazu auch Videos veröffentlicht habe. Das findet ihr alles unten in der Videobeschreibung und verlinke ich dann hier auch noch am Ende des Videos. Auf jeden Fall ist es was ganz Besonderes, denn ihr seht hier auch das Paket. Ganz neu und auch kaum von mir berührt, deswegen bin ich auch gespannt. Wir sehen auch hier schon Vorsicht Glas. Und da werde ich jetzt mal einen Blick reinwerfen und wir werden das zusammen dann hier unboxen. Vorsichtig aufschneiden. Jetzt hier geöffnet, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie gespannt ich darauf bin, wie das Ganze hier aussieht. Der Silent Runner sogar nochmal extra verpackt hier. Ich bin sehr gespannt. Boah. Flüsterleise, langlebig und sicher dank zweifach Edelstahl-Kugellager. Kein Scherneffekt, tieffreundliches Material. Ich hole mal das Paket raus. Eigentlich schreit gerade alles in mir, diesen Karton einfach aufzureißen. Aber wir müssen uns ein bisschen natürlich hier auch im Review und Unboxing um die Details kümmern. Hier sehen wir schon den Aufkleber vom Silent Runner. Und zwar ist das die Version Wild. Es gibt drei verschiedene, momentan erhältliche Versionen. Einmal Wild, das ist die 29er Durchmesservariante mit breiterer Lauffläche. Also die Innenlaufbahn ist dann ein bisschen breiter. Dann gibt es noch die reguläre, die in so einem Orange zu bekommen ist. Die ist dann aber auch ein bisschen schmaler. Und dann haben wir die dann aber noch in der 22er Durchmesservariante in Gelb. Also auch wieder verschiedene Farbvarianten erhältlich. Und hinten, wenn man das jetzt hier einmal umdreht, der Karton ist wirklich groß. Wenn man das dann einmal umdrehen, haben wir dann hier eine Anleitung, wie man das Ganze dann zusammenbaut. Ich werde mich auch daran halten, hier Montage und Demontageanleitung und Pflegeanleitung. Ich habe das ja schon auch in meinen anderen Laufrad-Reviews auch gezeigt, wo ich die getestet habe. Wenn man diese zum Beispiel waschen muss, wenn man nämlich Laufradpinkel hat oder das auch hygienisch zum Beispiel reinigen sollte, da ist das natürlich angebracht. Das werde ich dann hier auch mal für euch testen. Aber dennoch mache ich das Paket dann jetzt hier auch mal auf. Kommt wieder meine Schere zum Einsatz. Einmal hier. So, und wenn ich das Ganze hier auch mal bekomme, sollte das hier auch aufgehen. So, also da bin ich jetzt mal gespannt, was mir da entgegenkommt oder wie ich das jetzt hier auch im Gesamtpaket öffne. Achso, es geht an der Seite auf, wie ich hier gerade. Ne? Ja, das kann ich einmal ganz hier rausziehen. Oh mein Gott, das ist so groß. Ach, das ist schon alles zusammengebaut. Oh mein Gott. Also das ist ja super hier. Damit habe ich ja absolut gar nicht gerechnet, dass das hier im Ganzen dann doch so angeliefert wird. Das ist ja mal richtig cool und man muss dann ja auch nicht wirklich alles zusammenschrauben, wie man das sieht. Das ist hier schon gemacht worden. Innen drin war da nochmal so eine Anleitung dazu, aber die ist dann auf Englisch und die haben wir eben halt bei uns da auf dem Karton stehen. Und die Innenfläche hier ist auch mit einem englischen Sticker da beklebt, wo wir da alles auch zu lesen können. Dies jetzt hier innen mal genauer für euch zu sehen, haben wir dann hier einmal den Silent Runner 12 inch wide. Ist eben alles hier auf Englisch und mit der Bemerkung The Quietest Wheel on the Market. Ich bin mal gespannt jetzt auch, wenn ich das selber teste, ob ich das bejahen kann. Und dann haben wir hier als Abbildung einen afrikanischen Weißbauchigel. Das ist je nach Modell verschieden, welches Tier da abgebildet ist. Und ich finde jetzt persönlich, was mir sofort aufgefallen ist, dass dieser Standfuß hier ziemlich schwer ist. Der ist ja auch aus Edelstahl. Aber die Verarbeitung sieht schon mal auf den ersten Blick sehr gut aus. Und ne, man hört, das ist jetzt hier nur ein bisschen Verschleiß, weil da der Sticker, also der Karton, ist ein Karton hinten, der Karton da drin ist, den werde ich jetzt auch mal gleich rausmachen. Aber ich muss das auf jeden Fall auch selber testen. Und nochmal gesagt, das kommt ja hier auch in Trikos Gehege rein. Da wirst du das auch selber mal testen. Und die Kleine, die ist ja noch sehr jung und die wird ja auch sehr viel drin rennen. Aber man sieht hier, das läuft sich ja schon gut. Ich bin sehr gespannt. Wir haben hier auch einen
Silent Runner, wenn man das sieht hier, da Silent Runner, ne? Da steht da drauf. Ich bin mega aufgeregt und gespannt, wie das ist. Denn wenn das wirklich absolut leise sein sollte, ne, in dem Test dann hier flüsterleise, dann könnte es sich zu meinen neuen Lieblingslaufrädern entwickeln, weil ich das Design auch sehr mag, weil die Eingänge auch wirklich groß genug sind. Jetzt hier für den Mittelhamster, sprich meinem Goldhamster Trico, da werde ich das mal testen und ich mache jetzt hier auch einmal hier das Innenkartönchen raus. Einmal hier den Stangfuß lösen, darauf die Lauftruppe hier heben und dann dran ziehen. Ich hoffe, das funktioniert. Gestaltete sich erst ein wenig schwer, aber das ist auch das erste Mal, dass ich das hier mache. So, dann hochhebe vorsichtig. Ah, ich habe Bedenken. So, das ist die Vorderseite. Und hier haben wir die innere Seite. Die ist komplett glatt. Das sieht man gar nicht. Das spiegelt sich gerade hier so wunderschön. Die ist komplett schön glatt. Und dann nehmen wir jetzt hier einmal den inneren Karton raus. Hier, das können wir hier rausstecken. So. Und hier. Tada! Die ist dann komplett schwarz. Ach, das ist ja genial. Schaut mal. Hier haben wir noch eine Zusatzbemerkung, weil das hätte ich jetzt am Ende des Videos gesagt, weil man hat hier noch zusätzlich die Möglichkeit, kann man dann bei Rolipit bestellen, diese Käfiganbringungen, die wir dann hier sehen, wenn ihr das zum Beispiel am Skeeter dann befestigen wollt, nicht an den Ständer selber, dass ihr das dann so mit so einer Drehscheibe hier dran machen könnt. Und damit das auch guten Halt hat, brauche ich ja nicht, weil ich keine Käfige besitze. Ich habe jetzt nur den Ersatzkäfig für die Pflegehamster, aber trotzdem werde ich das nicht machen, weil ich benutze immer hier die Variante mit dem Standfuß. Und zwar steht hier, from back, haben wir hier auch wieder die Anleitung, wie das geht, aber das steht ja bei uns auf der Verpackung selber drauf. Ich finde das sehr schön und mir gefällt auch dieser afrikanische Weißbauchigel. Da weiß ich leider nicht, ob die Größen so genormt sind, also was für eine Radiusgröße die brauchen. Aber hier für meinen Mittelhamster reicht es völlig aus und mein Gott, das ist so glatt. Das ist Wahnsinn. Ich werde es jetzt auch mal wieder dann zusammenschrauben. Hier ist es auch eine relativ große Schraube, wie man das hier sieht. Die kommt dann wieder hier rein. So. Dann werde ich hier mal den Deckel drauf tun. Ein kleiner Tipp an die Zuschauer da draußen. Mach das bitte mit zwei Händen und nicht mit einer und versuch dabei zu filmen. Das ist dann doch eine Kunst für sich. Also ich habe jetzt die Vorderseite hier, wie wir sehen, dran gemacht. Einfach nur reinstecken, die hält von selber ohne jeglichen Klammern. Und dann hier haben wir das Verbindungsstück, also die Schraube. Und die wird dann mit der zusätzlichen Umhüllung geführt, die wir dann hier wieder dran schrauben. Und zwar, hoppala, jetzt habe ich hier das Verbindungsventil dran gemacht. So, das kommt dann hier wieder rein und dann wird das hier dann verbunden. So, und dann einfach zugeschraubt. Und fertig ist das Ganze. Es steht und jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, man hat hier genug gesehen, wie sich das dann anhört, wenn wir es dann hier einmal testen, wenn ich es dann nur halt bewege. Gar nichts. Meine Herren. Von ihr dann einmal einen Hörtest? Das ist echt sagenhaft. Aber dennoch kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Es ist zwar sehr leise, aber man muss das gute Stück ja auch vollkommen im Gehege selber dann erleben. Mit Insassen, sprich dann Hamster. Und das werde ich dann jetzt auch dann mal tun. Hier sehen Sie im Bild die Testerin dieses Laufrandes. Und zwar durfte der Silent Runner hier die liebe Trico einmal, na jetzt um die 2 Wochen lang testen und sie ist gerade hier in ihrem Gehege im Sandbad. Ich muss sagen, in dieser Zeit habe ich sie wirklich kaum gehört, was das allgemeine Dasein belangt. Beim Laufrad muss ich sagen, ich musste 2 Mal hinschauen, ob der Hamster überhaupt da ist oder ob er wieder aus dem Bild geht.
Bessere Aufnahmen jetzt momentan bekomme ich nicht hin von Trico, wie sie im Futternapf futtert. Nein, wie sie dem Sandrunner rennt. Denn da ich auch früh raus muss, kann ich nicht so lange aufbleiben bis zu ihrer Wachzeit. Sie hamstert da jetzt gerade und ich kann ja jetzt auf das Laufbad eingehen. Wie gesagt, wir haben es jetzt 2 Wochen lang getestet und ihr konntet schon aus der Aufnahme, wobei ich auch sagen muss, ne, also ihr konntet es nicht ganz raushören, denn im Hintergrund plätschert ihr noch ein bisschen mein Aquarium. Das solltet ihr damit einberechnen, aber es ist so extrem leise, dass ich mich manchmal echt fragen musste, ob der Hamster wirklich im Laufrad rennt, weil man es nicht hört. Wenn man jetzt andere Modelle, ich sage jetzt mal, gewohnt ist, na, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, bei Woodenfield zum Beispiel haben wir einen Verschleiß, zumal den man irgendwann hört, ja, und da das Plastik da auch ein bisschen anders ist, ist es natürlich auch genauso tierfreundlich, aber trotzdem ist es anders verarbeitet. Vor allem, weil die Rinnen, das hat man gar nicht gesehen, als ich das ausgepackt habe, die Rinnen sind so, zwar mit so kleinen Schlitzen, die Rillen, das Plastik ist mit kleinen Rillen versehen, das sind so kleine Schlitze, die aber wirklich schräg verlaufen und deswegen sich auch nur die Pfötchen hören lässt. Wir sehen da Trico gerade schön spät frühstücken, so schön wie man das nennt. Sie hat nämlich ein Stückchen, glaube ich, jetzt Banane da erwischt. Und ich hätte niemals gedacht, weil ja, so, ich muss das mit der Kamera so machen, weil ja mit Flüsterleise geworben wurde, dass es auch wirklich so ist. Weil man hört meistens immer entweder das Gewicht auch vom Hamster raus, vor allem beim Mittelhamstern, ne, aber hier überhaupt nicht. Man hat nur die Pfötchen gehört und einmal war es wohl extrem laut, aber das war nur, weil Trico da was gehamstert hatte und das hat sich mitgedreht. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Ja, aber das hat sich dann von alleine geklärt, weil die Süße eben halt da gerne ihre Sachen verstaut und die Breite ist auch so enorm, die könnte da glatt 2-mal reinpassen. Ich glaube aber, dass sie jetzt ausgewachsen ist für Mittelhamster. So sicher bin ich mir noch nicht, weil ich ihr Alter ja dann nur schätzen kann. Ne, Schnäuzchen, willst du nicht noch ein bisschen rennen im Laufrad? Ich bin das gerade so schön am Reviewen. Ne, ich kann sie ja zu nichts zwingen und ihr habt ja die Aufnahmen gehört. Aber auf jeden Fall bin ich so begeistert von dem Rad. Es ist so schön. Es ist so schön leise. Ich habe es natürlich hier unten drunter. Wegen der Streumenge. Hoffentlich sieht man das wegen der Spiegelung, ja. Wegen dem Streu habe ich das ja noch auf einer extra Etage stehen, da man leider, was man hier negativ sagen muss, was aber auch bei vielen anderen Laufrädern so ist, man kann ja die Höhe hier nicht verstellen, wegen der ganz normalen Halterung. Wenn man einen Käfig hat, könnte man das da machen. Jetzt muss ich gerade aufpassen, dass die kleine Trico hier nicht irgendwie flöten geht. Aber das wäre jetzt mein einzigster negativer Kritikpunkt, wenn ich jetzt sagen kann, gut, die Halterung könnte man nicht verstellen, weil man muss immer gucken, dass das Laufrad dann nicht direkt im Streu hier bei mir versinkt. Ich kann hier mal ein bisschen wegmachen, damit man das sieht und dann kommt Trico direkt an. Hier seht ihr schon, hier ist das Metall, also der Standfuß, damit wie gesagt nicht so viel da reingeht. Obwohl, selbst wenn ein bisschen drunter ist, ist es immer noch sehr leise. Ich habe auch gedacht, das schabt irgendwie mit, aber selbst das Streu hört man nicht. Und die Reinigung ist so einfach. Also ich habe ja hier dann auch mal für euch einen kleinen Clip zum Einblenden, weil die sich genauso eigentlich auch gestaltet wie beim Wooden Wheel. Nur man muss so viel auseinanderbauen, weil ja alles meistens mit der einen Hauptschraube im Inneren nach hinten verbunden ist, die wir da sehen. So ganz minimal da. Und deswegen muss man nicht so viel, wie man eigentlich gewohnt ist, von anderen Modellen rumschrauben. Und das macht die Hantierung dabei auch sehr einfach. Natürlich, es sei gesagt, Trico ist auch ein Laufradpickler. Also ich habe da auch immer viel zu putzen und zu reinigen. Weshalb es mir auch sehr recht ist, dass ich das alles schön auseinanderbauen kann. Denn irgendwann riecht auch selbst jedes Laufrad mal, wenn man nämlich einen Hamster oder einen Nager hat, der da reinpinkelt. Und also ich hätte nicht gedacht, dass ich so wirklich im Fazit bin, aber das ist das absolute Laufrad für Menschen oder Besitzer, die sich einen Nager zulegen wollen und die sagen, ja, ich kann dann aber nicht schlafen, wenn ich nachts den Hamster höre. Natürlich, ich habe ja schon gesagt, es gibt auch negative Kritikpunkte, wo ich da sagen muss, dass aber auch wegen dem Standfuß der hohe Preis mit unter anderem dabei ist, weil ich bin der Meinung, dass man so viel dafür ausgeben muss oder kann eher gesagt, nämlich der kleinere Silent Runner, der kommt nämlich mit 31,95 momentan zu Buche und den großen, den White, den bekommt man für 39,95 und ich sag euch, der Preis gerechtfertigt aber dieses schöne, leise Lauferlebnis, wo ich echt nicht mit gerechnet hätte,
Aber trotzdem ist es halt eine sehr teure Investition, wenn man das einfach auf das gesamte Naga-Zubehör im Allgemeinen hier in einem Gehege sagt, wie teuer das dann ist. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Zumindest bin ich jetzt dazu gekommen, weil ich, wie gesagt, nicht damit gerechnet hätte und dass es auch alles wirklich flüsterleise funktioniert. Trico, du schaust so verdattelt in die Kamera, ne? Gerade wo ich das hier sage. Aber gut, ne, ich habe ja auch gerade die Softboxen alles angemacht. Ist da ein bisschen anders, ja. Wie gesagt, ich kann den Sunrunner, der Sicht, nur einen ganz großen Daumen hochgeben, weil ich echt nicht mit gerechnet habe, wie ich wiederhole mich. Zu allen weiteren schreibe ich das aber auch nochmal in die Videobeschreibung, also meine Kritik daran und die positiven und auch negativen Punkte, die ich da rausgefunden habe. Ihr könnt auch gerne noch mal mit anderen Laufrädern, die ich gereviewt habe, vergleichen. Wir haben hier unten einen Hamster. Und ich finde, eine absolute tolle Sache, super Produkt. Und vielleicht ändert sich das ja auch noch mit dem Preis dran, aber ich finde ihn, sagen wir mal so, gerechtfertigt, weil er auch wirklich super leise ist und auch die Laufradgrößen in Ordnung. Design, ne, muss jedem das eine sagen, mir gefällt's, das auf jeden Fall. Und hier auch noch gesagt, ich würde mal vorbeischauen und auch selber vielleicht, wenn man ein lautes Laufrad hat, auf das hier zurückgreifen, weil es sich wirklich lohnt. An der Stelle danke fürs Einschalten, meine lieben Zuschauer. Das war der Laufrad-Review von dem Silent Runner von Rodipet. Hierbei nochmal Dankeschön für das gesponserte Laufrad, denn das war wirklich, also das ganze Projekt hier mit den Laufrad-Reviews war ja schon was länger von mir immer geplant. Und dann noch die Anfrage, dass ich dieses Laufrad hier reviewen kann, das war wirklich toll. Und ich muss auch sagen, ihr habt da echt super Sache geleistet, es ist mega leise. Und mein absoluter Liebling jetzt neben den Woodenwheels, dazu natürlich auch alles andere in der Videobeschreibung. Und während Trico versucht jetzt hier wieder auszubrechen, wie wir das hier sehen, tut mir leid, dass momentan so viel weniger Videos kommen, weil ich eben halt alles relativ langsam bearbeiten kann wegen meinem PC, wird sich aber in den nächsten Monaten hoffentlich ändern. Und wie gesagt, danke fürs Einschalten. Möchtest du noch an meinem Finger vielleicht schnuppern? Hier, schaut euch das an. Und ich würde da sagen, schreibt mal in den Kommentare, wie ihr den Sunrunner vom Aussehen her findet und ob ihr auch vielleicht in Erwägung zieht, ihn euch zu holen, was ich jedem empfehlen würde. Dennoch, alles findet ihr in der Videobeschreibung. Und mich gibt es auch noch auf Facebook und Instagram. Ein Abo da lassen, würde mich freuen. Schaut euch andere Videos von mir an. Und ich würde mal sagen, bis demnächst. Tschüss.